Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es geht weiter im Singleplayer im LS22. In meinem letzten Twitch-Livestream habe ich wieder einen sehr, sehr guten Fortschritt erspielt, sodass wir eine gute Grundlage für das heutige Video haben. Ich wechsle das ja mal ab, einmal Twitch-Livestream und einmal Let's Play hier auf YouTube. Das heißt, wenn du nichts verpassen möchtest, dann folg mir sehr gerne auch auf Twitch. Meinen Kanal verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Jetzt geht's aber direkt weiter im neuen Monat. Wir sind im Juni angekommen und ich stehe hier vor meinem unfassbar dreckig und Trecker. Wenn ihr jetzt einen dreckigen Traktor habt, dann ist es ein Trecker. Wow, ist das dumm. Naja, auf jeden Fall, mein Traktor ist sehr dreckig. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Aber ich habe ja noch keine Garage oder irgendwas gebaut und von daher habe ich auch noch keinen, wie heißt das? Kercher da gebaut. Hochdruckreiniger. Habe ich auch noch nicht platziert. Deswegen müssen wir jetzt damit leben, dass die Geräte dreckig sind, aber das ist nicht so schlimm. Ja, ich habe in meinem letzten Livestream ja wieder auf Twitch ein bisschen was an Fortschritt erspielt. Man kann rechts oben sehen, das letzte Video haben wir, glaube ich, mit 7000 oder sowas beendet. Jetzt sind wir wieder bei 92.000. Ich nutze aktuell echt immer meine Twitch-Livestreams, um quasi ganz viele Aufträge zu machen und ganz viel Geld zu erspielen. Und dann wiederum meine Videos, um ein bisschen spannendere Sachen zu machen. Also, fühlt euch hier auf jeden Fall bevorteilt? Bevorteilt? Naja, hier auf YouTube, wir machen hier den coolen Shit, sozusagen. So, wir stehen hier auf unserem Grasfeld und es ist endlich erntereif, dass ich das nochmal erlebe. Es ist erntereif und das wird auch das Erste sein, was wir jetzt, denke ich mal, machen. Unsere Felder abernten. Um unsere Felder abzuernten, brauchen wir Mähwerke. Die haben wir uns immer noch nicht gekauft, aber genau dafür habe ich ehrlich gesagt das Geld so ein bisschen erspielt. Das ist der Plan, jetzt ja, die Mähwerke zu kaufen. Ich kann mir zwar da noch keine Ballenpresse kaufen, boah, ich überlege auch, ich glaube, ich muss 90.000 ausgeben für meine Mähwerke. Kann ich mir es dann überhaupt noch leisten, mir eine Ballenpresse auszuleihen? Ha, das wird eine knappe Nummer. Na gut, aber auf jeden Fall werden wir uns jetzt als allererstes unser Mähwerk kaufen. Wo haben wir es denn? Oder was? Mähtechnik. So, ich nehme hier tatsächlich immer diese Kombination aus der Pöttinger und der Pöttinger. ja, die liegt halt zusammen bei knapp 90.000. Aber ich finde die sehr, sehr gut. Vor allem, weil die eine Schwartablage hat. Und ja, das ist auch der einzige Grund. Ich habe noch nicht so viel Verschiedenes probiert. Neulich bei einem Auftrag hatte ich irgendwas anderes. Das war absolute Trash. Ich glaube, das hier. Und die Dinger hatten keine Schwartablage. Und die haben sich auch kacke gefahren. Deswegen nehme ich die beiden hier. Kann man da eigentlich irgendwas einstellen? Nö, kann man nicht. Also kaufen wir die jetzt einfach so. Puh, Moment. Bevor wir kaufen, gucken wir noch in die Angebote. Wow. Danke für nichts. Was ist das hier? Was will ich denn damit? Ein Schwader. Ich habe gerade erzählt, dass mein Mähwerk auch Schwaderablage hat. Okay, schade. Hätte ja sein können, dass es das im Angebot gibt. Also 75.000. Bam. Bam. Kaufen. Und 13.500. Bam. Bam. Kaufen. So, das heißt, wir haben noch einen Kontostand von 4.200. Yay! Das ist ja quasi wieder, fast identisch wie das Ende vom letzten Video. Wir sind wieder einfach komplett pleite. Perfekt. Na gut, wir fahren jetzt erstmal zum Shop und holen unsere Geräte ab. Eventuell müssen wir dann doch nochmal einen Auftrag machen gleich, dass ich genug Geld habe, um mir noch die Ballenpresse zu mieten. Oder, was wir theoretisch auch noch machen, oder was ich mal gucken könnte, ich habe ja ein neues Feld gekauft. Das haben wir ja am Ende des letzten Videos gemacht, uns ein neues Feld gekauft. Und da habe ich noch kein höheres Kreditvolumen gehabt. Ich könnte ja mal gucken, ob sich mittlerweile durch ein neues Feld eigentlich auch mein Kreditvolumen erhöht hat. Und wir eventuell noch uns ein bisschen mehr verschulden könnten. Könnten wir uns eigentlich mal anschauen. Machen wir gleich. Aber erstmal fangen wir jetzt hier an mit dem Mähen unserer Grasfelder. Die sind ja relativ klein, deswegen wird das jetzt nicht so lange dauern. Ach, Moment, wir müssen noch eine Schwartablage einstellen. Da muss ich sie bestimmt abstellen zu. Wo ist denn Arbeitsmodus wechseln? Steuerung Z. Schwartablage. Wichtig. Auf geht's. Boah, das ist halt, finde ich, so key, dass diese Mähwerke können, dass man in Schwartablage arbeiten kann. Das macht sie einfach so big. Vorgewende lohnt sich irgendwie gefühlt auf dem Feld hier gar nicht. Weil wenn ich Vorgewende gefahren bin, ist auf diesem schmalen Stück hier einfach gefühlt nichts mehr übrig an Feldfläche. Aber wir machen es trotzdem. Beziehungsweise ich glaube, ich fahre hier jetzt einmal gerade durch.
Sonst habe ich da so eine komische Ecke. Ich weiß nicht, ob das was wird, wie ich mir das gerade denke. Oder ob das völliger Quatsch ist, was ich hier gerade mache. Was ich zuletzt im Livestream geschaut hatte, war auf jeden Fall jetzt im Juni, können wir unsere Grasfelder abernten. Und dann tatsächlich direkt im Juli können wir unsere beiden Getreidefelder abernten. Ich gucke mal, ob wir das schaffen. Das Problem ist wiederum, dass wir eben auch zum Ernten unserer Felder brauchen wir einen Anhänger und einen Mähdrescher. Und ich meine, dass wir uns das nicht leisten können, das ist, glaube ich, an dieser Stelle jedem klar. Aber wir müssen uns halt auch leisten können, sie zu mieten. Und dass das ein Problem werden könnte, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Moment, wir machen jetzt erstmal hier dieses Stück vom Feld fertig. Ja, das ist alles ein bisschen komisch geworden. Ja, weiß nicht, ob das jetzt klug war, was ich hier für Bahn gefahren bin. Aber ist egal. Solange wir am Ende einem guten Ergebnis ankommen, ist alles in Ordnung. Boah, vielleicht mache ich mir echt irgendwann die Arbeit und fäll hier alle Bäume um meine Felder. Die sind schon ein bisschen nervig. Der Unterstand hat scheinbar Kollision, wie ich gerade merke. Hatte ehrlich gesagt gedacht, der hat auch keine Kollision, so wie gefühlt sonst alles auf dieser Map. Aber okay. Geht mal wieder gar nicht auf hier. Zumindest wirkt es so, als wenn ich hier ein krasses Konzept hatte, finde ich, wie ich das Feld hier abgefahren bin, oder? Ich finde, wenn man keine Ahnung hat, denkt man sich so, boah, die hatte voll das Konzept, wie sie das macht. Sah aus, als wenn sie Profi wäre. Mhm, so nämlich. Wir klauen uns ein bisschen Gras hier vom Seitenstreifen mit. So ein bisschen wenigstens. Ich weiß, da hat auch neulich jemand mich gefragt, warum ich eigentlich nicht die ganzen Grasflächen, die hier noch so umliegen sind, mit abmähe. Aber ich muss sagen, ehrlich, ist mir das irgendwie immer... Also zum einen ist mir das irgendwie zu nervig. Und zum anderen wäre das hier auch echt anstrengend wegen den ganzen Bäumen. Und dann kommt noch dazu, ich finde mal, das sieht dann so unordentlich aus. Ich hasse das, wenn das dann so... Da stehen manchmal noch ein paar Grasbüschel und andere stehen da wiederum nicht mehr. Und dann sieht das irgendwie kacke aus. Deswegen mache ich das eigentlich nicht. Aber jetzt ist da das kleine Stückchen außen, das fällt ja gar nicht auf. Das sieht ja ordentlich aus. Da quasi nur eine gerade Kante gemäht. Damit haben wir dann auch schon das erste Feld gemäht. Und wir cruisen instant rüber zu Nummer 2. Und weiter geht's. Hat das Ding da auch Kollision? Shit, das hat auch Kollision. Ach Mensch, gerade die Sachen, wo ich schön wenden wollen würde, die haben dann wieder Kollision. Das ist ja ganz schön frech. Ich muss sagen, die Fläche bietet sich schon echt an, die mit abzumähen, ne? Theoretisch könnte ich die ja sogar zur Feldfläche umgestalten, wenn ich mir das so gerade genau überlege. Eigentlich könnte ich da einfach Feldfläche draus machen. Ich meine, das ist zwar so eine Stelle, wo ich irgendwann eigentlich mal irgendwie was noch hinbauen wollen würde. Vielleicht ein Kuhstall oder so, aber das ist ja Zukunftsmusik. Hm. Irgendwann besitzen wir mal so ein großes Feld wie Feld 11 da oben. Hm. Ich meine, das ist eigentlich kein großes Feld, ne? Aber wenn man mal auf die Minimap unten guckt, ist es im Verhältnis zu meinen Feldern bombastisch groß. Na, kriegen wir das hin? Nee, das ist echt zu breit, ne? Ist ja unlucky. Aber wir sind kleine, arme Landwirte, deswegen nehmen wir auch... Normalerweise würde ich sowas da einfach stehen lassen, würde ich mir jedes Mal denken, so, pff, kein Bock da jetzt nochmal drüber zu fahren. Aber weil wir das Geld wirklich brauchen, fahren wir da nochmal drüber. Zack. Und das war's dann auch schon. So, mache ich das jetzt hier vorne auf dem Feld? Ich mache das jetzt, ne? Wir machen es unordentlich, aber wir machen es, es abzumähen. Ich meine, das sind bestimmt nochmal 3 Silageballen mehr oder so. Jo, da haben wir dich auch gemacht. Zack. Noch ein bisschen was extra bekommen. Supi. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Mähwerk. Gut, dass wir uns das gekauft haben. Nein, ist ja wirklich gut. Muss ich nur überlegen, wo ich das hier hinstelle. Da meine schöne Fläche, wo ich alles abstelle, ist langsam voll. Wir stellen es einfach hier drüben auf die Wiese. Der Nachbar da wird sich freuen, dass ich einfach seine gesamte Wiese voll parke. Keine freie Sicht mehr. Nur noch landwirtschaftliche Geräte. Die auch einfach jeder hier von meinem Hof einfach so klauen könnte, ne? Kein Zaun um Hof. Vertraue auf die Gutmütigkeit meiner Nachbarn, dass hier nichts geklaut wird. Ihr wisst, dass ich kein Geld habe. Schaut euch den Hof an, da steht nichts drauf. Uti, das haben wir. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass wir kein Geld mehr haben. Mal gucken, was die Ballenpresse kostet. Ich wollte mir die hier holen, die Pöttinger. Kann ich schon mal her mieten? Du hast nicht genügend Geld.
Scheiße. Ich habe nicht genug Geld, um die zu mieten. Oh Mann, das ist eher unlucky. Gut, das heißt, wir müssen dann jetzt erstmal doch nochmal einen Auftrag machen. Zeig mal her, gibt es einen guten Auftrag? Irgendwas? Ja, Düngeaufträge. Schau mal. Ah, perfekt. Wir machen Düngeaufträge. Wir haben richtig viele Düngeaufträge. Geil. Also, so habe ich das im letzten Stream auch schon gemacht. Da habe ich einfach wirklich Düngeaufträge durchgeballert. Achso, ja. Ich wollte gerade meinen Traktor wechseln. Ich war gerade noch in dem Modus, dass ich irgendwie mehr als einen Traktor besitze. Ja, da muss man sich immer erstmal wieder dran gewöhnen, wenn man einen neuen Hof anfängt. So, wir haben es halt nur 100 in, also 1900 Liter. Das wird nicht so ewig reichen. Aber nun gut. Uns bleibt jetzt eh erstmal nichts anderes übrig. Düngeraufträge, beste Aufträge. Das geht fix. Und dann haben wir schnell das Geld zusammen, das wir mieten können. So, das machen wir dann auch mal mit GPS, um möglichst auch nichts zu verschwenden hier an Saatgut. Wenn wir schon so wenig haben, dann müssen wir damit sparsam umgehen. Ja, easy, das sind hier 3 Bahnen und dann haben wir das Feld abgeschlossen. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie viel Geld wir gerade kriegen. Für den hier kriegen wir über 2000. Hatte ich in Erinnerung, dass wir da irgendwie weniger für kriegen. Aber ich will mich nicht beschweren. Aber wenn man das Ganze halt sich wieder hier anschaut. Jetzt ist denn das Feld 3. Ah. Ah, wann haben wir abgeschlossen? Komm, 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 komm. Gib mir die 100%. Hallo, bitte? Ach, sehr gut. Da sind sie. Dann geht's direkt darüber zu Feld 1. Next one, das wird jetzt hier zack, zack, zack im Akkord abgearbeitet, hier die Düngeaufträge. Weil dann haben wir auf jeden Fall genug Geld, um uns die Ballenpresse zu mieten. Das ist tipptopp. Next one. Ich glaube, hierfür kriegen wir irgendwie auch 2000, oder? Feld 3 können wir schon mal abschließen. Dann nehmen wir Feld 50 schon mal an. Ich glaube, schon allein jetzt haben wir genug, um uns eigentlich die Ballenpresse zu mieten. Aber die Düngeaufträge nehme ich, wie gesagt, immer gerne mit, weil die bringen wirklich gutes Geld. Das macht schon echt Sinn, die zu machen. Auch wenn ich sag auch ehrlich, ich bin nicht böse, wenn die Zeit vorbei ist und ich Aufträge machen muss. Ist halt leider sehr eintönig, ne? Also, ich weiß nicht, ich habe das auch so, als ich die Videos geschnitten habe, irgendwie so empfunden, dass ich mir dachte so, oh Mann, ey. Hoffentlich gucken sich das die Leute überhaupt an. Weil ich halt denke, eigentlich ist, wenn ich nur Aufträge mache, ist es halt eigentlich so langweilig. Ja, mal gucken, ob das reicht, wenn ich das Feld jetzt bis hoch, also ob ich das jetzt hochfahre, ob der das, ob es reicht. Oder ob wir da unten dann nochmal diese schmale Bahn nochmal düngen müssen. Komm schon, sei auf meiner Seite. Und? Boah, so knapp. So, so knapp, aber hat gereicht. Eigentlich ist Feld 50 jetzt sogar schon besser hier vom Weg. Fahren wir jetzt erstmal darüber. Kann ich dann nicht hier am Feld lang fahren? Nee, nicht wirklich. Shit. Dann ist es doch nicht so gut vom Weg. Wir fahren jetzt wieder ganz frech hier lang. Oh, Auch wenn hier nicht wirklich ein Weg ist, aber wir fahren jetzt trotzdem hier lang. Das können wir direkt abschließen. Und da nehmen wir auch noch Feld 56 an. Das ist ja auch irgendwo da in der Gegend, ne? Ach, scheiße. Wir sind an Feld 56 gerade vorbeigefahren. Oh, nein! Ach, wie dämlich. Oh, ich habe gerade noch so gedacht, na, guckst du lieber mal, ob das Feld auf dem Weg liegt. Aber ich dachte, ach, Quatsch, bestimmt nicht. Hm. Und da ist es. Wir haben beim letzten Mal, also ich habe im Stream habe ich vollgetankt. Das heißt, zumindest davon haben wir genug. Auch wenn wir echt irgendwie, also auch wenn wir jetzt 42 fahren, habe ich das Gefühl, wir sind echt langsam unterwegs, dadurch, dass wir so kaputt sind. Aber reparieren kann ich mir erst recht nicht leisten. Ach so, ich habe schon 3 aktiv. Ach, shit. Was haben wir noch? 77? Liegen die über mir dann? Wo ist denn jetzt wieder 77? Oh, ich suche hier doch immer ewig nach dem Feld. Ach, das liegt dann da drüben. Ach, perfekt. 77 liegt dann wieder da drüben bei Feld 14. Toll, das passt ja dann. Hervorragend. Ich glaube, ich brauche noch ewig, bis ich mich an die Feldnummern hier auf dieser Map gewöhnt habe. Dadurch, dass die irgendwie für mich nicht in einer logischen Reihenfolge sind. Ist total schwer, mich daran zu gewöhnen. Könnten wir wieder, weil wir wollen ja hier ein bisschen Dünger sparend fahren. So, was waren hier wieder Arbeitsbreite ändern? Steuerung Y. Wenigstens 1. Schmaler. Ich glaube, so müsste das besser passen.
Kein einziges Düngekorn wird hier verschwendet, weil wir haben nur noch 470 Liter. Also die, was war das, 56 oder so, glaube ich, schaffen wir damit noch. Vielleicht, eventuell. Aber danach hört es dann schon auf. Los! Oh, abgeschlossen. Dann erstmal hier wieder kurz groß machen. Also, die Arbeitsplatte groß machen. Ich dachte gerade kurz, der See da drüben ist eine Straße. Ich wollte da gerade ganz straight reinsteuern. Das wäre schlecht geendet. Dann können wir, zack, Feld 50 abschließen. Ja, jetzt ist die Frage, ich meine, ich habe die jetzt schon angenommen, ne? Das war halt leider doof. Feld 14, 789, oh shit, nicht mal das kann ich. Ach nee, ich wollte ja Feld 56, 896 Liter. Oh scheiße, nicht mal das können wir uns leisten. Das bedeutet, wir müssen jetzt also erstmal zurück zum Shop und Dünger auffüllen. Kostet uns halt leider jetzt erstmal ein bisschen Geld. Aber ich glaube trotzdem, in der Gesamtheit macht das auf jeden Fall Sinn. Wenigstens die Düngeraufträge mitnehmen. Ich mache jetzt nicht extra einen Ballenpresseauftrag oder so. Das dauert mir dann wirklich zu lang. Vor allem, weil ich mir diesmal ganz fest vorgenommen habe, nur so lange aufzunehmen, dass es diesmal nur ein Video wird und ich nicht wieder zwei Videos daraus mache. Aber es ist echt schwierig. Also im Stream spiele ich dann irgendwie halt so, weiß ich nicht, 5, 6 Stunden oder sowas am Stück. Und schafft teilweise trotzdem nur 2 Monate oder sowas. Und ich finde es dann immer voll schwer, das irgendwie in so einem YouTube-Video dann auf eine halbe Stunde oder so hinzukriegen. Da gefühlt passiert da überhaupt nichts in der Zeit. Frage, fange ich jetzt an? Eigentlich macht es keinen Sinn, ne? Fahr direkt durch zum Shop. Brauche ich, glaube ich, gar nicht erst anfangen, jetzt hier irgendwie zu düngen. Es wird eh nicht reichen, leider. Wie viel Dünger nehmen wir jetzt mit, ist so ein bisschen die Frage. Ach, weil jetzt kostet mich der Dünger wieder was. Was kosten mich 4 Pakete? Ja, 5.400. Ich glaube, das ist ganz gut. Ach nee, 7.200. Aber das ist trotzdem gut. Kaufen. Yo. Weil damit müssten wir, würde ich fast sagen, eigentlich alle Düngeraufträge, die es jetzt noch so gibt, müssten wir eigentlich damit hinkriegen. Und da machen wir auf jeden Fall mehr Plus mit. Also das ist, glaube ich, ein guter Deal. Sehr gut, 43% Füllung. Das ist in Ordnung. Das ist sehr, sehr gut. Wenn wir jetzt hier oben sind, dann machen wir jetzt erstmal auch mit Feld 14 und so weiter. War ein bisschen unlucky für das Feld, was halt da unten liegt. Aber na gut, ist dann eben so. Kann man nicht ändern. Ach Moment, das war blöd von mir. Weil da vorne kommen wir ja wieder nicht über die Bahngleise. Wir müssen hier abbiegen auf diesen kleinen Feldweg. So. Sonst müssen wir nämlich über Felder fahren. Also über Bahngleise meine ich fahren. Das wäre ja ein bisschen Mist. Feld 77 ist das große, was hier direkt nebenan ist. Das nehmen wir also auch auf jeden Fall noch an. Konnte ich eigentlich irgendwo sehen, was mich meine Ballenpresse beim Mieten gekostet hat? Wo haben wir sie denn? Welche wollte ich haben? Die hier. Kann ich irgendwo den Mietpreis einsehen? Ach hier, 5.074. Also ich kann es jetzt schon mieten. Können wir eigentlich auch direkt machen. Wir brauchen es ja eh dann gleich. Also ja. Okay. Steht die schon mal beim Händler für uns bereit und wartet auf uns. Auch ein sehr angenehmes Feld, die 14. Eine Bahn rauf, eine Bahn runter und zack, boom, fertig. Gefällt mir. So mag ich das. Quadratisch praktisch gut, ich sag's immer wieder. Ich mag's. Abgeschlossen. Nur die Frage, kann ich... Ja. Dann direkt hier rumfahren. Weil da ist schon wieder Feld 77, was wir noch machen. Feld 14 können wir damit abschließen. Zack. Überleg halt, ob wir die dann jetzt hier machen. 78, 87, 90. Sind die hier in der Nähe? 75? Ja, das ist direkt daneben. Ja, das können wir dann auf jeden Fall auch machen. Mit 78. Das direkt daneben liegt, ist das ja nun wirklich kein Aufwand. 77 gehört schon echt so ein bisschen zu den größeren auf der Map. Ja, auf jeden Fall. Die 57 ist ja, würde ich jetzt mal einschätzen, hier das größte definitiv. Aber die 77 ist schon echt kein schlechtes Feld. Also, wenn man das vergleicht mit meiner 70, das ist schon ein Unterschied. Hat mir eigentlich oben schon eine Prozentzahl angezeigt? Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber das ist ja ein Megafeld hier von den Maßen her. Das passt ja mal wieder optimal mit der Arbeitsbreite. Ach ja, guck mal, 84%. Wir haben es gleich. Also das so haben wir auf jeden Fall gleich, wenn wir hier die Bahn abgeschlossen haben. Yes, da ist es.
Sehr gut, haben wir das auch gemacht. Und dann machen wir hier die 78 nebenan noch. Feld 77 abschließen. Ach so, und ich hab ja noch das blöde Feld 56 da unten. Oh, zack. Das haben wir auch. So. Und dann cruisen wir jetzt noch zu Feld 56, was wir noch machen. Und dann lassen wir es aber auch dabei. Ich will, wie gesagt, jetzt auch nicht zu viel Zeit in Aufträgen hier verdaddeln. Nur 56 hat man jetzt leider schon angenommen. Deswegen müssen wir das jetzt auch noch abschließen. Moment. Oh no. Ich bin so doof. Oh mein Gott, ich bin so doof. Oh mein Gott, ich bin so doof. Ich habe die grüne Anzeige oben gesehen, weil ich den Auftrag abgegeben habe und ich dachte, das würde bedeuten, ich habe den Auftrag hier fertig. Oh, ich bin so dämlich. Oh mein Gott, ich bin so doof. Na gut. Ein Glück ist mir das jetzt aufgefallen. Und nicht erst, wenn ich beim anderen Feld angekommen wäre. Nur die Frage von, wo hatte ich nicht mehr gedüngt? Hier ungefähr? Kommt das hin? Zeig mal. Ja, das passt. Okay. Ja, das wäre auch ein bisschen komisch gewesen, wenn das so früh schon abgeschlossen gewesen wäre. Hab ich nicht drüber nachgedacht. My bad. My bad. My bad. Komm, jetzt gib mir aber hier die 100%. Ja, da ist es aber abgeschlossen. Jetzt aber auch wirklich. Ja, dafür knappe 2000 kann man wirklich nicht meckern. Dann haben wir auch, was kriegen wir für das andere Feld? 2900. Ja, geil. Dann haben wir über 20.000. Und wir haben vor allem müssen wir bedenken, wir haben ja unsere Ballenpresse schon gemietet. Also die 5000 Mietkosten sind ja sogar schon abgezogen. Das heißt, mit den 20.000 gehen wir tatsächlich dann auch aus dem Monat raus. Das ist gut. Das ist tatsächlich sehr gut. Also der krasseste Jackpot wäre es, wenn es im nächsten Monat ein. Fahre ich denn am besten? Fahre ich hier außen rum? Ja. Der krasseste Jackpot wäre, wenn es im nächsten Monat einen Anhänger im Angebot gäbe für irgendwie 20.000 oder so oder vielleicht sogar weniger. Weil dann könnten wir, also ich meine, dann müssten wir zwar echt auch noch Aufträge, dann müssten wir halt auch noch Aufträge machen. Ich bin wieder hin und her gerissen. Aber das wäre geil, dann könnten wir ein Angebot kaufen und müssten uns einen Mähdrescher mieten und müssten uns nicht beides mieten. Das ist jetzt die Frage. Aber ich meine, das wird eh nicht passieren, dass der im Angebot ist. Das wäre jetzt schon wirklich sehr großer Zufall, wenn wir einen Anhänger im Angebot hätten. Ach, das Leben könnte so einfach sein, wenn man einfach zwei Traktoren hätte und einfach die ganze Zeit Helfer sowas machen lassen könnte. Es könnte so gut sein, aber nein. Also bis wir einen zweiten Traktor haben, wird auf jeden Fall noch einige Zeit vergehen. Ich überlege jetzt mal. Also, unsere nächste Priorität, die wir uns kaufen müssen, ist eine Ballenpresse. Das hat oberste Priorität. Dafür hatten, ich weiß gar nicht, ich glaube knapp, ja, 99.500, glaube ich, kostet ja die Ballenpresse, die wir haben wollen, also 100.000. Das müssen wir dann als nächstes machen. Und wenn wir die Ballenpresse haben, wird dann nächste Priorität sein ein Anhänger. Wenn wir einen Anhänger haben, wird nächste Priorität sein ein Mähdrescher. Und das dauert erstmal eine ganze Weile, ehe wir uns einen Mähdrescher leisten können. Da müssen wir echt viele Aufträge für machen. Ja, und dann hat die nächste Priorität tatsächlich auch die Getreidemühle dann. Ich überlege die ganze Zeit schon, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Meinung wäre. Ich bin am Überlegen, ob ich sogar erst die Getreidemühle baue, ehe ich mir einen Mähdrescher selber kaufe und dann lieber einmal im Jahr halt mir immer den Mähdrescher miete. Weil, wenn ich dann halt wenigstens das Mehl und beziehungsweise Brot dann habe, damit kann ich dann halt schneller Umsatz generieren. Also dann hätte ich halt sozusagen ein Produkt, was ich verkaufen kann. Weil sonst würde ich ja die ganze Zeit, also sonst hätte ich ja kein Produkt, was ich verkaufen kann. Ich glaube sogar, das macht echt Sinn, dass ich dann erstmal mir die Getreidemühle kaufe, ehe ich mir einen Mähdrescher hole. Und den Mähdrescher dann einfach jedes Mal miete. Also jedes Mal, mal gucken, wie lange das dann tatsächlich dauert. Weil Mähdrescher ist schon echt teuer. Also das wird uns viel Kraft kosten, das Geld dann zu erarbeiten. Vielleicht mal, ich weiß, glaube ich, glaube für 300.000 oder sowas waren die immer mal im Shop. Also im Angebot, im Gebrauchtwaren-Dings.
Günstiger werden wir die nicht kriegen. Also gut, das waren jetzt auch große, aber ich glaube trotzdem, so viel günstiger wird es nicht. So, das haben wir dann auch abgeschlossen. Einmal hier wieder groß machen. GPS kann aus und dann fahren wir nach Hause mit uns. Stellen kurz unseren Düngestreuer ab und dann holen wir unsere Ballenpresse ab vom Shop. Mir fällt gerade auf, ich habe keine rosa Ballenfolie eingestellt bei meinem gemieteten, bei meiner gemieteten Ballenpresse. Das tut weh, keine rosa Ballenfolie genommen zu haben. Ich habe übrigens gelesen, boah, jetzt kommt hier absolutes landwirtschaftliches Allgemeinwissen. Ist natürlich kein Allgemeinwissen, habe ich irgendwann mal, hat mir mal jemand erklärt, beziehungsweise habe ich mal einen Beitrag zu gelesen. Gibt, also man kann im LS ja die Ballenfolienfarbe selber bestimmen, ob man die blau haben will oder halt rosa haben will oder sowas. Und ich habe mich total darüber gefreut, als ich das erste Mal gesehen habe und habe halt gedacht, oh, das ist ja ein nettes Feature vom LS. Bis mir dann jemand mal erzählt hat, dass das tatsächlich gar nicht so abwegig ist, dass es das wohl auch wirklich gibt. Und ich muss gestehen, ich meine, ich achte jetzt nicht so krass auf Silageballen, wenn ich die halt im wahren Leben irgendwo liegen sehe. Aber tatsächlich gibt es wohl die Silageballen in verschiedenen Farben. Und wenn Silageballen in rosa Folie eingewickelt sind, dann geht wohl ein Teil der Einnahmen an, ja, an sowas wie Brustkrebsforschung oder sonstiges. Und wenn sie blau eingewickelt sind, dann geht es an sowas wie Prostatakrebs. Also quasi blau für so typisch männliche Krankheiten, nenne ich es jetzt mal. Und rosa für so typisch weibliche Krankheiten. So habe ich das zumindest mal gehört. Fand ich voll interessant, weil man sowas ja halt nicht weiß, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Ich habe mich jetzt übrigens ziemlich sicher dafür entschieden, dass ich mir auch, wenn ich mir dann meine eigene Ballenpresse kaufen werde, auch diese hier nehmen werde. Die hatte ich ja das letzte Mal, habe ich die bei einem Auftrag gehabt und die hat mich halt so überzeugt, weil man halt viel schneller mit der fährt. Und ich glaube tatsächlich, dass man da insgesamt dann echt schneller ist. Selbst wenn man halt stehen bleiben muss. Aber ich glaube, man ist insgesamt trotzdem schneller. So, wir machen, ich glaube, 150er kann sie, glaube ich, auch. Moment, das steht ja im Kaufmenü, ne? Vielleicht prüfe ich das ganz kurz nochmal nach. In welcher Größe macht sie denn aus einem Silage? Genau, 150, ja, genau. Das heißt, wir machen 150er und wir machen automatisches Ablegen an. Zack. So. Und dann geht es los. Und dann wickeln wir unsere Silagebällchen. Leider in weiß, aber was soll's. Hauptsache, es bringt Geld. Die weißen Ballen blenden mich richtig, wenn ich normalerweise rosane gewohnt bin. Naja, das kann sich jetzt hier wieder nur um Stunden handeln. Ich bin sehr gespannt, wie lange ich auf diesem Spielstand Silageballen wickeln werde. Oh, das war halt bisher immer so, dass Silageballen richtig gut für den Anfang und hat man halt gefühlt einfach nichts anderes gemacht als Silageballen gewickelt. Aber irgendwann hat man echt keinen Bock mehr. Das ist halt schon irgendwie eine echt undankbare Arbeit. Ich weiß auch nicht, aber ich finde Silageballen wickeln auch viel nerviger als dann zum Beispiel Felder ernten. Also das mache ich dann, auch wenn es ja auch irgendwo immer das Gleiche ist, aber das mache ich trotzdem sehr viel lieber als Silageballen wickeln. Ich war gerade total brain AFK. Ich habe gerade einfach gewartet, bis sie das fertig gewickelt hat. Was ist mit mir? Kurzer Sekundenschlaf hier. Am lukrativsten wäre es ja, glaube ich, sogar, wenn wir die Silageballen bis Januar oder so liegen lassen würden. Sie dann erst verkaufen, weil das der beste Monat ist. Aber ich glaube fast nicht, dass ich das mache. Dafür brauche ich das Geld zu dringend einfach. Dass wir uns hier erlauben könnten, noch das monatelang liegen zu lassen. Man müsste eigentlich mal ausrechnen. Ich denke halt die ganze Zeit so darüber nach. Der Mietpreis, ich muss mir gleich nochmal, wenn ich was anderes miete, ich muss mir da nochmal die Übersicht angucken, wie genau sich der Mietpreis zusammensetzt. Weil ist das nicht, ich glaube für diese Ballenpresse haben wir jetzt irgendwie 5.000 gezahlt und man zahlt ja einen gewissen Beitrag pro Monat. Lohnt sich das eigentlich, das gemietete Gerät länger zu behalten? Oder ist es wirklich sinnvoller, das immer wieder aufs Neue zu mieten? Das frage ich mich gerade echt. Ich nehme jetzt erstmal hier nur so ein paar Reste mit vom Feld. Falls ich am Ende dann noch mehr brauche, dann weiß ich, wo was liegt. Damit haben wir dann schon wieder das erste. Oh, da ist ein Ballen. Ach, du heilige Huch.
den habe ich nicht gesehen. Ah, der hat sich da aber auch getarnt im Busch. Also, das ist schon ganz schön unauffällig da von ihm. Ja, wir fahren noch zum anderen Feld. Oh, und da ist ein Baum. Den habe ich auch nicht gesehen. Der hat sich auch sehr gut getarnt. Huch. Ja, ich sollte vielleicht einfach auch nicht über diese Flächen fahren. Genau, dann sammeln wir jetzt noch alles ein, was hier auf dem Feld liegt, beziehungsweise noch hier auf der Grasfläche, die wir auch noch abgemäht haben. Lageballen pressen, auch einfach eine spannende Aufgabe. Ich weiß gar nicht, was ich dabei eigentlich... Ich weiß mal gar nicht, was ich dabei erzählen soll. Wenn ich so vor mich herfahre und so ein paar Silageballen presse. Was soll ich da erzählen eigentlich? Das ist dann auch schon die letzte Bahn hier wieder. Wo wir echt noch ziemlich gut Reste aufsammeln können. Mal gucken, wenn wir die Bahn jetzt zu Ende gefahren sind, wie viel Prozent wir dann drin haben. Also einen Ballen kriegen wir definitiv noch raus. Ich glaube, das passt dann auch soweit. Die 14% finden wir jetzt hier noch. Stimmt, wir haben ja hier vorne extra unsere paar Grashalme mit abgemäht. Die müssen wir jetzt natürlich auch aufsammeln, sonst war das ja absolut useless, dass wir das gemacht haben. Die retten uns jetzt hier den Arsch. 98%. Komm schon. Hier kleine Häufchen. 99. Die Bahn hier ist es. Die macht uns voll. Yes, 100%. Perfekt. Ja, also wer weiß, ob wir jetzt vielleicht noch einen Ballen... Also ich, nee, glaube ich. Aber nicht, dass wir mit den ganzen Resten jetzt hier noch einen Ballen zusammenkriegen würden. Ich glaube nicht, dass wir das noch hinkriegen. Dann schmeißen wir den hier mitten im Nichts ab. Wir einfach im Fahren kuppeln wir jetzt auch unseren Ballenwickler ab. Und... nehmen wir dann hier unseren Autoloader, mit dem wir dann jetzt mal unsere Ballen aufsammeln gehen. Aber vorher geben wir noch unsere Ballenpresse wieder zurück. Einfach nur, damit wir hier keinen Cent zu viel zahlen. Schwupp. Jo. Dann geht's auf. Haben wir hier das richtige Ladegut? Quaderballen haben wir ja eingestellt. Nee, das wollen wir ja nicht. ...150er müssten das ja sein, hier. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir ein bisschen über 2 Ladungen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber da hatte ich kleinere, wenn ich mir das jetzt gerade so angucke. Hier kriege ich ja nur 10 Stück auf meinen Autoloader. Da habe ich scheinbar die kleineren Ballen gemacht. Wir laden die jetzt hier einfach wieder ab. Es ist eigentlich total egal, wo die liegen. Ist ja nicht so, dass wir keinen Platz haben auf dem Hof für die Ballen. Hauptsache nur, sie sind vom Feld weg. Damit wir das in Ruhe striegeln können als nächstes. Sonst liegen die im Weg. Ich habe tatsächlich, bevor ich das wusste, dass Striegeln eben einen Monat Zeit erspart und vor allem auch noch düngt gleichzeitig, habe ich nie meine Felder irgendwie noch gedüngt oder so. Ich habe dann immer nur wirklich gemäht und habe tatsächlich die Silagebeine auch immer einfach auf dem Feld drauf liegen lassen und sie dann erst aufgesammelt, als ich sie dann direkt schon verkauft habe. Immer so gemacht. Tja, und jetzt bin ich klüger und weiß, dass es was bringt, den Bums zu striegeln. Rosa ist schon hübscher, wenn ich die zwei da sehe. Gefällt mir schon deutlich besser, die rosa Bällchen. Habe ich eigentlich den einen Ballen eingesammelt, der sich da so gut im hohen Gras getarnt hat? Ich glaube nicht, kann das sein, dass der da immer noch liegt? Ja, ich sehe ihn doch sogar da durch die Bäume durch. Den habe ich wieder vergessen. Richtiger Schlawiner. Na, wo ist er? Ach, da ist er. Oh, den sieht man aber auch echt schlecht. Zack. Ja, ich hatte beim letzten Mal echt die kleineren Ballen. Deswegen kann man gerade voll schlecht irgendwie vergleichen. Sieht man ja auch hier. Die sind ja auch kleiner. Kann man gerade echt schlecht vergleichen, ob es jetzt... keine Ahnung. Wie viel mehr es jetzt geworden ist. Nein, abladen. Wie viel mehr es jetzt geworden ist, dadurch, dass ich da noch diese eine Fläche mitgemäht habe. Aber naja, ist ja nicht verkehrt. Das ist unsere Silage. Gut, dass wir sie haben. Was haben wir beim letzten Mal nochmal bekommen? 25.000? Oder sogar nur 15.000? Wie viel war es nochmal? Ich habe es vergessen. Ich glaube 25.000. Also war schon ein bisschen deprimierend, ehrlich gesagt. Aber naja. Dann können wir den abkuppeln. Und dann schnappen wir uns auch direkt schon unseren Striegel. Ich freue mich aber tatsächlich so ein bisschen langsam darüber, dass wir...
Also, dass unser Fuhrpark hier zumindest schon ganz gut gewachsen ist. Es fehlt zwar auch noch ein bisschen was, aber wir haben doch jetzt schon echt mittlerweile ganz schön viele Geräte. Und vor allem, wenn man sich überlegt, was die alle so insgesamt gekostet haben, finde ich das echt nicht schlecht. Striegeln geht jetzt aber auch am schnellsten von allem, was wir hier machen müssen. Mit der schönen, breiten Arbeitsbreite. Das sind Träumchen. Deswegen ist es der Striegel geworden. Hätte ich mir jetzt einen kleineren gekauft, hätte ich vielleicht 10.000 mehr auf dem Konto. Oder die Ballenpresse würde mir gehören. Aber jetzt würde ich abkotzen, wenn ich da so einen kleinen Striegel nur hätte. So, in der Zeit, wo der jetzt hier fährt, können wir ja mal kurz gucken. Was wollte ich eigentlich schauen? Ich muss mir jetzt mal überlegen, welchen Mähdrescher wir dann tatsächlich mieten. Ich glaube fast, es würde sogar Sinn machen, einfach hier so den hier zu nehmen. Ich weiß noch, den hatte ich auf meinem allerersten LS-Hof, hatte ich diesen hier. Und der hat halt zwar nur ein kleines Mähwerk, aber jetzt mal Realtalk, unsere Felder sind halt auch wirklich klein. Und wenn wir den nur mieten, ist das, glaube ich, absolut fein. Der wird uns in der Miete auch gar nicht so viel kosten. Also den können wir uns definitiv auch leisten von dem, was wir jetzt schon auf dem Konto haben. Können wir uns den auf jeden Fall mieten und auch definitiv noch einen Anhänger dazu. Das ist halt geil, weil das bedeutet, wir müssen im nächsten Monat nicht irgendwie erst anfangen mit Aufträgen oder so, damit wir das mieten können. Ich weiß immer noch nicht so recht auf lange Sicht, welchen wir dann uns kaufen sollten. Boah, da würde mich tatsächlich auch sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Welchen Mähdrescher ihr kaufen würdet. Ich meine, wir brauchen echt keinen der größten, weil wir halt relativ kleine Felder haben. Ich meine, klar, wir wollen uns auch noch vergrößern. Und wenn ich mir die Map jetzt so angucke, also die Felder, wahrscheinlich werden wir uns in absehbarer Zeit schon... Also Feld 8 wird auf jeden Fall das nächste sein, was wir uns kaufen. Das kostet, glaube ich, aber auch nur 15.000 oder so. Das ist richtig günstig. Und dann werden wir, denke ich mal, uns eher nach unten vergrößern. Also zu Feldern 3, 4, 5 und 6. Weil ich finde die einfach von der Form sehr viel geiler als da oben, da die 62. Deswegen 3, 4, 5, 6. Wahrscheinlich 3 und 4 werden wir auf jeden Fall auch zusammenlegen. Vielleicht werden wir sogar alle zusammenlegen zu einem Feld, wenn ich mir das jetzt gerade mal so anschaue. Das würde sich, glaube ich, echt anbieten. Weil Fakt ist, wir werden eh Getreide draufstellen. Und dann macht das echt Sinn, die zu einem Feld zusammenzumachen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Würde mich jetzt mal... Ja, also ihr könnt ja, wie gesagt, um das jetzt kurz abzuschließen, hier meinen Gedanken. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Mähdrescher ihr mir da empfehlen würdet. Also der ist vielleicht ein bisschen sehr klein, um ihn wirklich zu kaufen. Vielleicht der kleine Klaas, der Trion. Den fände ich eigentlich eine ganz gute... Ich meine, der kostet auch 350.000 so, ne? Aber den fände ich ehrlich gesagt eine ganz gute Sache. Der Trion. Könnt ihr... Ja, wie gesagt, sagt mal, was ihr machen würdet. Ich würde mir halt jetzt nicht den größten kaufen, aber auch nicht unbedingt den kleinsten. Weil ich bin auch so jemand... Ich weiß, die Felder sind relativ klein. Und ich weiß, ich brauche nicht unbedingt einen von den größten, aber ich habe ihn ja trotzdem gern. Weil trotzdem geht die Arbeit mit einem großen Mähdrescher schnell oder allgemein mit großen Geräten schneller als mit kleineren Geräten. Und ich muss mir ja nicht unnötig, wenn ich es mir dann leisten kann irgendwann mal, muss ich mir jetzt nicht unnötig mehr Arbeit aufbinden. Ja, deswegen wäre das auf jeden Fall eine ganz gute Info. Genau, was ich eigentlich aber jetzt sagen wollte, ich werde wahrscheinlich, ob ich mir mal irgendwann so ein Feld wie Feld 57 kaufen werde, I don't know. Es werden wahrscheinlich echt so die umliegenden Felder. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass uns irgendwann auf jeden Fall unten dann, wie gesagt, die Felder 3, 4, 5, 6 gehören als nächstes. Und wenn wir das dann haben und uns weiter ausbreiten wollen, dann kommen wahrscheinlich die Felder oben 11, 63, 16, 62. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich unbedingt überhaupt noch mehr haben möchte an Feldfläche, weil das ist halt schon ganz schön viel. Die ganzen Felder zu bearbeiten ist halt schon nicht ohne. Also ich würde wahrscheinlich auch die Felder da 62, 63, 11 und 16 würde ich wahrscheinlich auch zu einem dann zusammenlegen, dass das ein großes wird. Aber dann haben wir eigentlich schon, ja, das ist auch sehr Zukunftsmusik. Also das können wir auch immer noch gucken, wie wir das dann machen. Worauf ich hinaus wollte, wir brauchen auf jeden Fall nicht unbedingt den größten Mähdrescher, aber ich will auch jetzt nicht unbedingt den kleinsten haben. 150.000 ist zwar jetzt nicht gerade wenig, aber das ist zumindest eine Summe, wo ich mir vorstellen kann, dass man darauf hinarbeiten kann. Und was dann jetzt nochmal interessant wäre, aber das gucken wir gleich, wenn ich nicht mehr so kurze Bahn habe.
ein bisschen mehr Zeit habe, gerade auszugucken, wollte ich jetzt nämlich gerne nochmal gucken, ob sich jetzt eigentlich mein Kreditvolumen erhöht hat, dadurch, dass ich ja ein weiteres Feld gekauft habe. Das wäre jetzt tatsächlich noch sehr interessant, ob ich schon wieder Kredit aufnehmen kann und wenn ja, wie viel, weil das würde dann echt nochmal ganz viel ändern. Weil das würde bedeuten, dass wir uns vielleicht dann sogar in relativ naher Zukunft einen Mähdrescher auch kaufen können einfach. Und das würde viel erleichtern. Wups, das haben wir hier gestriegelt und fertig ist es. Wir müssen leider mal zusammenklappen auf dem Weg, weil sonst komme ich hier nicht durch die Bäume durch. Was ich da durch? Uah, das wird knapp. Oh, okay. Yes. Ja, diese Grasfläche da, die striegeln wir jetzt nicht. Wir striegeln jetzt echt nur... Ey, klapp dich aus. Wir striegeln jetzt echt nur unsere Felder. Ich meine, die sind, ist ja dann trotzdem erntereif. Weil ich warte ja immer bis zur zweiten Erntereifstufe. Das heißt, dann ist also die Wiese da einfach in der ersten Erntereifstufe und dann ist es auch okay. Können wir die auf jeden Fall wieder... Oh. Achso, ich habe eben aus Versehen gesenkt. Ha, verstehe. Können wir sie auf jeden Fall mit abernten und dann ist halt fein. Wie gesagt, erstmal abwarten, wie viele Monate ich überhaupt noch Bock drauf habe, Silage zu machen. Ich meine, ich werde nie ganz drum rumkommen. Deswegen, also eins der Felder wird auf jeden Fall auf ewig ein Grasfeld bleiben, weil wir wollen ja Kühe, weil wir Milch brauchen. Beziehungsweise Butter. Und ja, dafür brauchen wir eh Silage. Aber zumindest dieses krasse Akkord, Silage machen und so, das fällt vielleicht irgendwann dann doch mal weg. Ja, ich glaube, es ist, ich glaube, was ich vorhin mir überlegt habe, dass es dann doch klug ist, verhältnismäßig bald auch auf den, auf die Getreidemühle zu gehen, ist echt sinnvoll, weil dann einfach ich ein weiteres Produkt habe, was ich verkaufen kann und dementsprechend dann auch wieder schneller Geld verdienen kann. Ich denke, das macht schon echt Sinn. Klar, es ist schön, alle Geräte zu besitzen und so, aber wenn ich halt die ganze Zeit nur Aufträge machen muss, um mir die leisten zu können, ist es auch irgendwie echt nervig. Und vor allem halt auch nicht so spannend, ne? Also, ich denke auch immer an euch, wie das sein muss, hier zuzugucken. Und ich glaube, mich würde das dann selber langweilen, irgendwo zuzugucken, weil die ganze Zeit nur Aufträge gemacht werden oder so. Ist es ein bisschen spannender, wenn wir... ich bleib hängen. Ist es ein bisschen spannender, wenn wir... Ja... auch dann schon irgendwann mal neue Produkte haben. Und vor allem halt, was ich ja immer sage, ein neues Gebäude auf dem Hof bauen können. Darauf warte ich ja sehr sehnsüchtig. Wirklich sehr sehnsüchtig warte ich darauf. So, ich glaube, in der Längsseite müssen wir es jetzt schaffen, wegen des Kreditlimits einmal zu gucken. Kann mir immer noch nichts leihen. Schade, es hat sich also nicht erhöht, obwohl ich ein weiteres Feld gekauft habe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hatte ich drauf gehofft. Aber, ja, gut. Auf der anderen Seite auch nicht so verkehrt. Wir wollen ja auch ein bisschen was arbeiten und nicht die ganze Zeit nur Kredit nehmen. Das wäre ja auch langweilig. Haben mir übrigens auch echt viele von euch in die Kommentare ganz viele Mod-Empfehlungen und sowas geschrieben, was ich machen kann. Verschleißreduzierung und also ganz viele Mods, die halt es mir alles ein bisschen einfacher machen. Und ich habe eigentlich fast jedem von euch immer das Gleiche darunter geantwortet. Ich habe fast alle Mods, die mir da genannt wurden, habe ich sogar auf dem PC. Aber ich habe ja meinen Spielstand auf schwer gestartet, auch um halt so eine kleine Herausforderung zu haben. Und es wäre jetzt, glaube ich, einfach total blödsinnig, wenn ich mir dann aber ganz viele Mods hole, die es mir halt alles dann wiederum total vereinfachen. Ne? Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich will ja schon, dass es auch ein bisschen tricky ist hier. Wir wollen ja nicht super schnell uns eine Traumfarm bauen können. Ey, obwohl ich übrigens... Übrigens, das habe ich auch mal vor. Ich würde richtig gerne mal einen Spielstand neu anfangen, den wir aber nicht aktiv spielen, sondern wo es eigentlich nur darum geht, einen Hof zu bauen, der schön aussieht. Das würde ich voll gerne mal machen. Würde euch sowas interessieren? Auch das könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Einfach so mit, weiß ich was, 100 Millionen oder sowas auf dem Konto. Geld ist völlig egal. Dass man einfach so mal einen Hof bauen könnte, wie man ihn schön findet. Einfach so einen Hof gestalten. Fände ich irgendwie mal spannend. Obwohl, vor allem, weil ich ja nicht so gut bin im Gestalten. Deswegen fände ich das gut. Okay, jetzt haben wir unsere Felder gestriegelt. Das heißt, die sind auf jeden Fall jetzt wieder ready. Okay, ich glaube, für den Juni sind wir damit tatsächlich jetzt auch durch. Wir könnten jetzt natürlich noch ein paar Aufträge machen, aber ich glaube, das ist am sinnvollsten so. Silage braucht jetzt natürlich wieder eine Weile, bis sie fertig ist. Und im nächsten Monat, wie gesagt, im nächsten Monat haben wir dann auf der To-Do-Liste unsere beiden... Getreidefelder abzuernten, weil die sollten zumindest eigentlich, wir können ja eigentlich mal auf der Map gucken, ne? Ich rede hier die ganze Zeit, dass die dann erntereif sind.
gucken wir nun mal, dass das auch wirklich stimmt. Aber ja, 12 und 13, die sind jetzt hier beide schon in der letzten Wachstumsphase. Das heißt also im nächsten Monat dann auf jeden Fall erntereif. Das ist sehr cool, da werden wir uns einen Mähdrescher mieten. Und ich glaube fast bei dem aktuellen Konto dann einen Anhänger, obwohl, kommt drauf an, vielleicht machen wir ein paar Aufträge und können uns dann den Anhänger kaufen oder wir mieten ihn halt auch nochmal, schauen wir einfach mal. Und dann können wir die beiden Felder abernten und das ist tatsächlich ganz cool, weil dann können wir unser Silo schon mal so ein bisschen auffüllen. Da ist ja, was ist denn da eigentlich drin in unserem, wir haben ja unser 200.000 Euro Multifrucht-Silo gekauft. Für, ich glaube, 5.000 Liter Weizen. Erst, ich weiß gar nicht, was hab ich da eigentlich drin. Hirse. 4.400 Liter sind sogar nur. Es sind nicht mal 5.000 Liter. 4.400 Liter, dafür habe ich mir ein 200.000 Euro Multifrucht-Silo gekauft. Wichtig. Aber ja, dann kommt da ein bisschen was dazu. Wir haben Hafer und Weizen auf den Feldern stehen. Haben wir eine richtig gute Auswahl dann an, an verschiedenen Getreidesorten. Dann folgt Feld 8 und dann folgt irgendwann die Getreidemühle. Naja, im letzten Video habe ich tatsächlich, das letzte Video habe ich beendet mit der Aussage, ich bin gespannt, ob wir es schaffen, im nächsten Video ein Gebäude zu bauen. Da war ich wieder ein bisschen voreilig. Da habe ich wieder ein bisschen zu sehr ans Gute gedacht hier, ne? Wir haben es also nicht geschafft, ein neues Gebäude zu bauen. Und wir werden es ziemlich sicher auch beim nächsten, also im nächsten Video noch nicht schaffen, ein neues Gebäude zu bauen. Aber jetzt machen wir auch Schluss. Wir haben jetzt nur einen Monat gespielt, aber so glaube ich, pendelt sich das ganz gut ein, dass es eine gute Länge hat für ein ganzes Video. Das heißt, der nächste Monat, der Juli, wird dann voraussichtlich im Twitch-Stream erspielt. Da wird dann also Mähdrescher gemietet, da wird dann also Getreidefelder abgeerntet. Und dann bin ich einfach mal gespannt, wie danach unser Stand ist, wie viel Geld wir dann eigentlich haben und was wir dann hier im nächsten YouTube-Video anstellen können. Aber ja, ich freue mich sehr, wenn ihr da auf jeden Fall weiterhin bei der Reise mit dabei seid. Falls ihr nur Empfehlungen oder irgendwas für mich habt, was ich machen sollte oder sonst was, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin da voll offen irgendwie für Vorschläge. Aber wie gesagt, dass ihr Bescheid wisst, ich will es mir nicht unnötig einfach machen. Also ich möchte jetzt nicht anfangen, irgendwelche Cheaty-Mods zu benutzen oder so, die mir das dann voll einfach machen. Ich möchte die Herausforderung haben. Und das war dann auch schon wieder der Juni auf meiner Farm im LS Singleplayer. Ich habe irgendwie gedacht, wir haben ein bisschen mehr Fortschritt, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, wir haben schon ein paar mehr Geräte. Es ist schon deprimierend, dass man einen ganzen Stream lang nur Aufträge macht, um dann Geld zu haben, um das Ganze in 30 Sekunden für zwei Mähwerke rauszuballern. Aber naja, so ist das halt, wenn man auf schwer spielt. Ich freue mich trotzdem darüber, dass der Fuhrpark so langsam wächst. Weiter geht's dann, wie gesagt, in meinem Twitch-Stream und danach dann wieder hier im YouTube-Video. Bin sehr, sehr gespannt, wie dann der Stand im nächsten Video ist. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wie gesagt, auch sehr gerne jegliches Feedback, Kritik, Lob und jegliche Anmerkungen unten in den Kommentaren. Lasst gerne noch ein Abo da, falls ihr das noch nicht hier auf meinem Kanal gemacht habt. Und ich freue mich dann jetzt schon sehr aufs nächste Video.